Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe hier zwei Maschinen auf meiner Werkbank stehen, plus dieses dicke, massive Stück Nussbaumholz. Die ist circa 10 cm dick, aber sie ist leider nicht plan. Ne? Ihr seht es, es ist sogar noch schlimmer, auf der Seite habe ich mehr Luft und diese Fläche muss plan gefräst werden. Jetzt hatte ich die Wahl zwischen der und der Maschine. Ich habe mich dann für die größere entschieden, denn ich habe mir nämlich einen passenden Planfräser gekauft, bestellt, den ich nicht in die kleine Maschine einbauen wollte, sondern in die große. Wenn ihr aber nur die kleine Maschine habt oder keinen Planfräser da habt, dann würde ich euch was anderes empfehlen. Diese zwei Fräser, das ist ein Nutfräser 20 mm, das ist ein Planfräser, das hat 39 mm. Das ist aber nicht nur der Durchmesser, sondern hier haben wir zwei Schneiden und hier haben wir drei Klingen, drei Schneiden. Diese hier gibt es natürlich in größer mit mehreren Klingen, 4, 5, 6. Der Preis liegt natürlich auch dementsprechend im unteren Bereich, weil solche Fräser kriegt ihr natürlich auch für 180 Euro, für 80 Euro oder aber auch in meinem Fall 40 Euro circa. Und ich hoffe, dass ich das auch hiermit hinbekomme. Jetzt bauen wir uns erstmal die Vorrichtung dazu. Ich messe jetzt mal die höchste Stelle aus. Das sind circa 120, ja, man hat 120 mm hoch. Gut, ein paar Multiplex-Reste und dann bauen wir das Gerüst drumherum. So, jetzt haben wir unsere vier Streifen. Das ist einmal das sind die Seitenteile. Damit das aber nicht kippelt, habe ich jetzt diese Streifen genommen. Damit erhöht sich das Ganze ein bisschen, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir können ja mit der Oberfräse noch ein bisschen eintauchen. So, und jetzt werde ich hier das so möglichst mittig befestigen, damit das, wie gesagt, stabil bleibt. Dazu baue ich mir jetzt mittig ein paar Löcher rein, eine Linie. Dann kommen die Teile hier drauf. Das Holz liegt mittig auf. Das kippelt zwar, das werden wir aber nachher noch mal stabilisieren. Ich nehme mal jetzt meine Oberfräse, setze sie hier auf. So, ich müsste, damit sich das Material ist 15 mm dick. Also normalerweise wäre es natürlich sinnvoll, dünneres Material zu nehmen, aber ich habe jetzt 10 mm oder 9 mm da, das ist zu dünn. 12er habe ich nicht. Deswegen werde ich jetzt mit dem 15er arbeiten. Dadurch verliere ich natürlich an Höhe. Aber ich würde mal gucken, ob ich das irgendwie ordentlich hinbekomme. 265.
So, dann drehen wir das mal um. Befestigen die Leisten hier einmal hier dran. Super, das passt. Hier habe ich natürlich aber viel Luft. Ey, das sind 25 mm. So, ich habe jetzt die Seitenteile gekürzt. Und jetzt können wir nämlich sehen, dass wir knapp über dem Holz fahren. Jetzt brauchen wir noch unsere Streifen, die wir hier befestigen werden. Und dann können wir nämlich hier mit der Oberfräse hin und her arbeiten. Drehen wir das Ganze einmal um, bohren unsere Löcher vor. Ich habe mir mal so eine kleine Markierung auf den Fräser gemacht. Das sind so ungefähr 24 mm. Habe ich mir von den anderen Fräsern abgeschaut. Die werde ich dann so weit reinschieben. Einmal festziehen. Runterfahren. Ich gucke noch mal, ob das alles sich führen lässt. Jawohl. Untenrum werde ich Heißkleber auftragen. Das wird dafür sorgen, dass das nicht mehr so kippelt. Und damit das komplette Stück sich nicht verschiebt, je nachdem, wie ich da jetzt über das Holz fahre, kann es ja passieren, dass sich das doch verschiebt. Nehme ich einfach hier solche Metallwinkel, die schraube ich in die Werkbank. Nicht in das Holz, einfach nur in die Werkbank, dass das Ganze rutschfest ist oder gesichert ist. Das soll nicht nur kleben, das soll auch, wie gesagt, das Material unterstützen. Das Holz soll an den Bereichen eben nicht anfangen zu kippen. Jetzt muss ich das natürlich noch umdrehen und die andere Seite machen. Also ich sehe hier wirklich, es ist alles plan und muss natürlich geschliffen werden. Die ganzen Spuren, die kommen weg und dann sieht das auf jeden Fall viel, viel schöner aus. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr sowas vorhabt, nehmt auf jeden Fall einen Planfräser. Ich werde euch den unten verlinken, falls ihr Bock darauf habt. Es ist auf jeden Fall ein super, super tolles Werkzeug.
Ich bin mit dem günstigen auch zufrieden. Was heißt günstiger? Das Ding kostet 40 bis 50 Euro. So günstig ist das Ding natürlich nicht. Gut, dann kehren wir mal den ganzen Kram zusammen und schauen, wie das nachher wird. Sauerei, Blödsinn, Ali, was du hier machst, ey. Ja. Jawoll. Wunderbar, da hat ein Durchgang gereicht. Jetzt kann ich hier erstmal schön sauber machen und dann bin ich mal gespannt, wie das nach dem Schliff aussieht. Ich mache hier sauber, dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. Mir mal hier so eine Klinge, ziehe das Überschüssige ab, drücke das dann immer wieder rein, dann geht das doch einfacher.
Nach mehreren Stunden Arbeit bin ich endlich mit dem Tisch fertig geworden. Das war ich allerdings auch gestern schon. Ja, ich habe gestern nochmal die Platte mir mal so angeschaut und sehe ein paar Schleifspuren. Hätte ich das so gelassen, hätte ich mich definitiv drüber geärgert. Deswegen habe ich das Ganze nochmal neu geschliffen. Allerdings nicht mehr mit so einem groben Schleifpapier, sondern habe dann den Exzenterschleifer genommen und dann ab 120 bis 320 geschliffen. Das Ganze nochmal versiegelt. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Apropos zufrieden, war ich aber nicht mit den Rändern. Das war mir noch viel zu langweilig. Das war mir auch zu glatt. Ich brauchte irgendeinen Kontrast zu der Oberfläche. Also bin ich hingegangen und habe mir hier diese Drahtbürste genommen. So einen Aufsatz für einen Akkuschrauber. Und bin dann über die Ränder gegangen. Dummerweise habe ich das nicht gefilmt, weil ich am Anfang nur so einen Test machen wollte. Und als mir das dann gefallen hat, habe ich es durchgezogen. Die Kamera leider nicht angemacht. Aber es war jetzt auch nichts Spektakuläres. Einfach mit der Drahtbürste der Maserung entlang führen und dann habt ihr eine sehr, sehr schöne Struktur, mal grob, mal fein. Die Ränder habe ich dann später mit einem Pinsel und Hartwachsöl nochmal bearbeitet, schön über Nacht trocknen lassen, aushärten lassen und jetzt haben wir haptisch, optisch ein super tolles Ergebnis. Mit den Metallbeinen sieht das gesamte Teil oder das gesamte Projekt wunderschön aus und so würde ich das auch lassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Projekt inspirieren, neue Dinge auszuprobieren, auch mal Risiken einzugehen. In meinem Fall war das jetzt wirklich das Bürsten der Ränder, weil ich war ja eigentlich schon fertig. Dann nochmal mit der Bürste drüber zu gehen, ohne zu wissen, wie es am Ende ausschaut. Ich muss sagen, das war die beste Entscheidung. Liebe Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.